Moin Moin, hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play ETS 2 im Multiplayer-Part, diesmal mit Micha. Moin. Wir wagen es in den Europort, um dann rüber nach England zu fahren. Um denn dort auch... Also ich bringe Milch weg, Micha bringt Getränke weg. Genau, beide nach London. Richtig. Möge die Tour beginnen. Ja. Das wird doch das totale... Oh, ich fahr mittig. Das wird doch das totale Chaos geben. Ja, mal schauen, so viel waren ja nicht auf dem Server. Aber an sich ist ja immer Chaos, ne? Ja, Europort ist immer die Hölle los. Aber naja, selber in England, finde ich, ist komischerweise, ist Ruhe. Ja, weil kein Mensch dahin fährt, keine Ahnung. Wer jetzt in die Hose gehen kann. Von hinten kommt dann angenagelt, ne? Ja, ich gehe rechts rüber. Der scheint das Bild nur eilig zu haben. Ja, merkt das schon. Ganz toll, naja, egal. Wie schnell fährst du so? Vollgas. Okay, also ich habe jetzt mal auf 90 eingedingst. Geht ja auch nicht mehr. Hier ist. Auf dem Server geht's nur bis 90. Sei denn, du gehst auf den anderen, da ist natürlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung, aber das wird das totale Chaos geben. Würde. Da hab ich keinen Bock zu. Also ich triebe hier. Ich sag jetzt nichts, weil ich bin jetzt schon bei 95. Echt? 100. Was? Also, ja, was soll ich machen? Durchgetreten. War normal. Gesittet. Ja, ja, will ich ja auch. Ich ras ja nicht. Ja, vorschriftsmäßiger Fahrer, wie ich bekannt quasi. Na klar. Oh, jetzt spielt er mit Fernlicht da vorne. Ja, ist schön zu sehen im Multiplayer, ne? Ja, endlich mal. Ganz nett. Uhu. Boah. Hört die denn heute noch an? Du hast gesagt, bist du am 5 weg? Einkaufen? Jo, ein bisschen einkaufen, ein bisschen gucken, ne? So das Übliche am Freitag eigentlich. Und meine Frau nach der Arbeit. Ich wollte heute einkaufen, aber sie hat gesagt, nein, ich fahre einkaufen. Ja. Bitte. Wenn es denn sein muss, ne? Ja. Ja, und dann stehe das Wochenende vor der Tür, Sonntag dann Livestream, ne? Ja. Also bei mir liegt Samstag gute Malen an. Also das Kinderzimmer. Okay. Die eine Wand in Pink immer. Richtige Farbe. Meine Tochter möchte das haben. Und ja, dann gibt es einen neuen Kleiderschrank, den muss ich noch aufbauen. Muss ich Samstag erstmal abholen aus dem Möbelhaus. Schauen wir mal. Ist da. Samstag, Sonntag sowieso Family Day. Ja. Eigentlich wollte ich ja Hagenbecks Tierpark. Ja, noch ist das Wetter gar nicht so schlecht, ne? Richtig. Aber nächstes Wochenende ist Tag Deutschen Einheit, dann hat er doch bestimmt auch auf. Ja, natürlich. Ghost driving is not allowed. Oha. Philipp. Weit abgeschlagen, weil ich sehe dein Licht da hinten kaum. Ja, nee, ist aber alles gut. Du bist immer so ein bisschen prophylaktisch, weißt du. Also ich hab dich noch gut im... Komm ja mal hier. Ah, ja, 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 ja. Jetzt die IC. Ist ja alles im Griff. So sieht das aus. Ich bin ja mal gespannt, wie das im Linksverkehr gleich wird. Ich weiß, wie wieder Chaos geht. Ja, liebe ich, wenn wir überhaupt durch den Europort durchkommen. Ja, wir geben auch vorher schon entnervt auf. Ja. Umgelecke ohne Ende. Trotzdem. Obwohl, es hat sich, soll sich ja angeblich mit dem neuesten Update wieder mehr verbessert haben. Okay, kann nichts zu sagen. Ich habe den Europort eigentlich bisher immer gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Ich glaube, das letzte Mal sind wir da auch mal zusammen durchgefahren. Und da ging es, glaube ich, sogar mal. Da hatten, glaube ich, das war tagsüber auch komplett Licht ausgemacht. Da ging es eigentlich sogar einigermaßen. Es kommt natürlich immer drauf an, wie voll der Server ist, wie viele Leute damit rundum leuchten und Weihnachtsbombenbeleuchtung fahren. Richtig. Es kommt ja bald ein neues DLC. Ja, hab ich schon gehört. Also mit hier wird Wimpel und... Ja, genau. Gardinen.
brauche ich nicht. Unnötig. Gardine und alles. Geht auch gar nicht. Kaffeemaschine. Auch, das ja. Sehr schön. Das werde ich mir kaufen. Auf einem Bild habe ich gesehen, da liegt ja so ein Sandwich auf dem Armaturenbrett. Das brauche ich auch. Ich finde es aber eigentlich mal nicht schlecht. Manche sagen wieder, geht schnell. Aber ich finde es gar nicht schlecht, dass man sich dann im Multiplayer, muss ja dann an und für sich auch da funktionieren, dass man sich dann in LKW auch mal so ein bisschen aufhübschen kann. Richtig. Und nicht immer nur im Singleplayer. Ich bin gespannt. Lass mich überraschen. Ja. Ich lasse mich auch tierisch überraschen, wenn es dann endlich mal kommt, Euro Truck Simulator. American Truck Simulator. Ja, das. Aber ich glaube von Anfang an wieder nicht mit Multiplayer. Muss man halt gucken, ob die hier da auch mit drauf gehen, ne? Weil großartig anders sein kann das Prinzip ja nicht. Nein, aber sie müssen ja auch mal langsam in Gange kommen. Ja. Nur wenn, wäre es halt natürlich schön, wenn man American Truck Simulator auch wieder Multiplayer fahren könnte, ne? Ja. Nur da ist das ja so ein bisschen, wenn du das kaufst, kriegst du irgendwie zwei Regionen oder was und dann musst du halt, was das musst, kannst dann halt so nach und nach die Region freikaufen oder nachkaufen, ne? Egal. Ja, aber jetzt habe ich neulich mal mit Pascal so ein bisschen drüber hinsinniert. Jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie das Paket Westküste und das Paket Ostküste. Ja. So, was machst du denn jetzt, wenn du jetzt eine Tour von der Westküste zur Ostküste kriegst? Also jetzt mal vereinfacht dargestellt und hast aber das Add-on für das Mittelland gar nicht. Was ist denn dann? Das haben wir uns noch nicht mal so völlig blödsinnig mal so gefragt, ne? Ja. Ja, so blödsinnig ist es ja eigentlich. Ja, irgendwann werden die schon gelöst haben, aber... Lass uns überraschen. Ja, klar. Irgendwie wird das schon klappen. Also was da schon am Video so ein bisschen zu sehen war, sah ja eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus. Ich fand, die Städte sehen jetzt wesentlich besser aus. Ja, ich fand das mit dem Skandinavien-Add-on, fand ich schon die dort oben viel hübscher. Viel hübscher, ja. Als jetzt hier bei den anderen Ländern. Genauso wie mit den Mautstellen, dass du einfach durchpreschen kannst. Ja. Das wird dann, ne, abgezogen. Du hast ja diese Quickbox da. Ja, normalerweise schon, genau. Ja, gut, aber du musst natürlich bedenken, Release Euro Truck Simulator 2 und Release Skandinavien, da liegt schon eine Zeit dazwischen, ne? Ja. Aber das muss ich sagen, das war wirklich ein sehr geiles Add-on, dieses Skandinavien-Add-on. Das haben sie wirklich schön hingekriegt. Ja. Das Green East war jetzt auch nicht schlecht, aber das hat ja nicht so viel Neuerungen gebracht, wie halt das Skandinavien. Das ist halt von den Neuerungen her, war das der Hammer. Ja, das ist also definitiv, da kommt das andere nicht mit. Und man muss mal zugeben, die machen viel. Also jetzt kam ja wieder der Patch, jetzt kannst du dir das Navigationssystem selber einstellen. Und so diverse Kleinigkeiten. Also wenn du jetzt Automatik fährst, kannst du sogar in die Automatik eingreifen, wenn du die Tasten dafür belegst und so. Aha. Ne? Also die haben schon, die machen schon viel. Das will ich gar nicht mal abstreiten. Und viel kostenlos, ne? Also ich meine, man muss ja immer gar nicht meckern, wenn jemand DLC rausbringt. Also ich habe nicht so den Eindruck, dass das so eine Geldschneider. Sie machen auch sehr viel mit den ganzen Patches kostenlos. Mit den ganzen neuen LKW-Modellen und so. Hat man nicht für bezahlt, also. Das will ich jetzt gar nicht mal sagen. Das ist jetzt hier alles verteufelt. Nö, eben. Gut, was ich natürlich blöd fand, für Flaggen Geld bezahlen. Ja gut, okay. Ich habe ein paar Lackierungen habe ich mir auch gekauft. Ja auch. Ich, aber ja, lange alles. Nicht alle. Also. Das ist das Problem. Ich hab sie alle. Echt? Ja. Oh, hab ich damit gekriegt. Naja, gut. Wollte es gar nicht. Aber irgendwie hat mein Finger, meine Hand mich immer dahin zugeführt. Also. Ja, ist ja nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass Europort bestimmt ruhig sein wird. Oh, wir werden sehen. Ne? Ist ja noch ein bisschen bis dahin, ne? Wie weit denn? Aber das hab ich aus. Ich sehe nur mein Navi. Ja, ich auch. Ich weiß offen gestanden nicht mehr genau, wo wir sind gerade. Kannst ja beim Multiplayer kannst ja nicht gucken, hier Dortmund, Duisburg erst. Müssen ja erstmal nach Holland hinkommen. Er ist nicht mehr weit von da aus eigentlich. Fast die Begrenzung. Da scheint zum Glück nicht so viel los zu sein im Moment. Ist gar nicht drauf geachtet, du fährst wahrscheinlich immer noch Actros, ne? Ja. Muss ich mal ein bisschen umlackieren wieder. Ja. Meine Fahrer sind alle unterwegs.
Ich hole mir nochmal einen älteren Volvo. Ja, ich habe so ein paar, also ich weiß nicht, ob du das bei mir auch mal gesehen hast, ich hatte ja mal so Videos auch mit so alten Mercedes-Modellen, also teilweise sind da schon schöne Sachen dabei. Ja, nee, ja, also es ist ja teilweise, ja gut, man, die können es jetzt auch nicht sagen, so wir nehmen die und die Mods rein, weil es ging ja zur Weihnachtszeit, ging das ja über den Wintermod. Ja, ja, klar. Ich denke mal, die würden das auch grundsätzlich hinkriegen, aber du musst ja mal an die Systemstabilität denken, ne? Ja, klar. Doch etliche Server jetzt endlich. Ja, das hat mich auch erstaunt. Also früher gab es drei, glaube ich, zwei oder drei. Ja. Jetzt ist die Auswahl richtig größer geworden. Also die investieren da schon, weil du musst immer bedenken, das kostet ja auch nichts. Was kostet nichts? Für den Spieler kostet es ja nichts, Multiplayer zu spielen. Die Server müssen ja trotzdem finanziert werden. Das ist das. Und nur allein durch Spenden trägt sie das nicht. Glaube ich auch nicht. Links rüber, hier wird's enger. Ich würde ganz gern mal wissen wollen, oh, steht mitten einer links, aber ohne Licht. Jessica, da ballert dran vorbei. Oh, hier müssen wir runter. Alles klar. Fahren verloren. Was das für Hardware ist, oder was das, was so ein Server, sag ich mal, an Hardware fressen würde. Wenn du den, sagen wir, für 1000 Leute machst, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt raufgehen, ich habe es gar nicht geguckt vorhin. Oh, mehr, ich glaube an die 2000 plus, also. Also meinetwegen 1000 reicht, ja, 500 logisch. Reichen. Naja, doch, 1000 ist okay, das ist auch schon recht groß jetzt mit Going East und Skandinavien und 1000 ist okay. Ja. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, Ping-Begrenzer wäre gut gewesen vielleicht. Ja, wäre aber auch wichtig. Er muss ja nicht nach einer Sekunde anschlagen, aber ich denke mal so nach 2 Sekunden sollte er dann schon mal reagieren, weil man hat das einfach mal, wenn mal irgendwas ist. Obwohl das dann meist davon kommt, dass so niedrige Pings an dir vorbeifahren. Das zieht dich dann manchmal auch selber runter. Weil aber eben auch viele hier so kreuz und quer stehen, alle Lampen an, Hupen machen, hast du nicht gesehen. Na klar, die wollen den Spielspaß natürlich für alle Bürger, EU, wenn du auf dem Server bist. Aber ich sag mal, wenn die jetzt zum Beispiel sagen würden, wir machen jetzt einen Server und da musst du, ja, ich sag jetzt mal einfach so als Summe 5 oder 10 Euro im Monat, ja, 10 Euro ist vielleicht ein bisschen viel, musst 5 Euro im Monat dafür bezahlen, dann hast du vielleicht eher so eine Gewissheit, dass da die Idioten vielleicht nicht unbedingt drauf kommen. Also weiterhin einen einzigen Server vielleicht, dass du dann Kostenbeitrag machst oder so. Wenn du dann dafür die relativ Gewissheit hättest, dass es alles gesittet abläuft und dass da nur Leute drauf spielen wollen, denen das wirklich ernst ist, ja, würde ich das sogar machen. Wenn die Hardware nicht hoch genug ist, würden wir sogar, würde ich sogar, wir, Platz auf dem Root-Server haben, ist ja genug Platz drauf. Ja, aber also die würde geben man die Daten ja nicht raus. Und Ding auch knacken. 100 Mbit Anleitung, also das Ding, das läuft ja wie die Hölle. Aber wie gesagt, hat man das schon mal versucht oder das haben wir einige schon versucht. Also sie sind ja ganz bedacht darauf, dass die keinerlei Daten rausgeben. Das ist ja auch richtig. Ja, klar. Die haben sich ja auch den Arsch aufgerissen, sag ich mal. Ja, wenn du bedenkst, wie viele Fakes das gegeben hat, bis das mal losging. Oh ja, oh ja. Als ich das erste Video damals gesehen habe, also das Richtige von den Herrschaften, da habe ich auch gedacht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Weil es lief hier schon mal eins rum. Von Leuten aus dem osteuropäischen Raum. Wenn du da drauf geklickt hast, um dir das runterzuladen, war es ein Virus. Ja. Ja, etliche, die ihre Rechner kaputt geschossen, ich glücklicherweise nicht. Security sei Dank. Ich weiß nur den Tag, wie der Multiplayer rauskam. Da ist nämlich, glaube ich, Skype oder Facebook angeschrieben, ETS Multiplayer. Ich nur Fragezeichen und du nur TS Ausrufezeichen. Das war der allererste Tag und da haben wir ja auch gleich gezockt. War zwar das Chaos hoch 95, aber irgendwo hat es doch leicht Spaß gemacht. Allein zu sehen, dass es funktioniert. Ja. Weil keiner, der ein bisschen Ahnung hatte von dem Ganzen, hat das je noch geglaubt durch diese ganze Fake-Geschichte. Hätte ich auch nicht mehr dran geglaubt, wenn ich ehrlich bin. Also ich hätte vielleicht mit dem nächsten Euro-Truck-Simulator oder mit dem American-Truck-Simulator vielleicht damit gerechnet. Weil wie gesagt, du musst heutzutage Multiplayer überall mit anbieten. Ja.
Ja, das hat mich so ein bisschen gewundert, dass die Hersteller oder Entwickler, die waren ja sogar erst rigoros gegen Multiplayer überhaupt. Und so richtig haben die da ja selbst noch nicht gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, ob die vielleicht für einen American Truck Simulator schaffen sie es vielleicht nicht mehr. Aber eventuell so für ein ETS 3 sollte mal einer kommen, dass die vielleicht von Haus aus auch einen Multiplayer einbauen. Ne? Also wäre ratsam, ehrlich. Zeiten, denke ich mal, sind langsam vorbei, wo man nur noch beim Singleplayer rumdammelt. Ja, es gibt so Spiele, da brauche ich keinen Multiplayer, sage ich dir das auch. Stimmt. Ne? Das stimmt. Aber groß und ganzen. Ja, aber in diesem Genre, sage ich mal, ja. So wie jetzt mit Transport, das macht auch im Multiplayer viel mehr Spaß, als wenn ich alleine von A nach B tingle. Und da hoffe ich eben, also gar nichts gegen die Entwickler von der Mod, also wenn das dann von Haus aus dann eingebaut wird, dass das vielleicht sogar noch etwas weitläufiger wird. Dass du nicht mehr so Probleme hast, wenn du in einer Gruppe fährst, die Touren zu finden. Dass es vielleicht mal Aufträge gibt, fahr so und so viele Einheiten dahin. Dass du vielleicht auch mit 3 oder 4 Leuten oder auch mal öfter fahren musst oder so. Ne? So, dass du deinen eigenen Betrieb leichter machen kannst. Ich meine, viele haben jetzt ja schon ihre eigenen Speditionen. Ja. Aber das könnte man natürlich alles noch viel illegaler machen. Ne? Also nehme ich an, ich habe da keine Ahnung von. Nehme ich einfach mal an, was man das könnte. Geradeaus, geradeaus, geradeaus und links rüber, hier ist gestrichelte Linie. Da, wa? Okay, sieht ja schon auf dem Europort, auf dem Display sieht man ja schon den Preis blinken. Ja, dann würde ich sagen, dass wir für diesen Part vielleicht kurz zum Ende kommen. Ja. Und dann werden wir dann im nächsten Part sehen, was uns da erwartet. Alle Chaos. Wenn genau, also ich bzw. wir sagen wie immer schönen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch ist immer super. Und dann werden wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, würde ich sagen. Oh. Und dann sehen wir uns. Bis dahin, reinhauen. Tschüss. Bock auf, wir sehen uns.